Leute, was geht ab heute wieder auf meinem Kanal? Das erste Video auf diesem Kanal. Ich habe auch meinen zweiten Kanal und in der Videobeschreibung verlinkt, Leon Seidel. Ja, heute habe ich mir einfach spontan gedacht, mach mal einfach mal einen Telefonprank bei der Telefonseelsorge. Ich brauche mich ja nicht vorstellen, weil ich habe schon in den anderen Kanälen, viele kennen mich da schon. Also wird auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann rufe ich einfach mal bei der Telefonseelsorge an. Jo, ich habe sie ja schon die Nummer. Ich werde es auf jeden Fall beide Nummern, weil. Jetzt habe ich das jetzt ab. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. So. Auf jeden Fall rufen wir jetzt an. Let's go. Telefonseelsorge verbunden. Halt's Maul. Ja, ich werde einfach einfach sowas sagen. Ja, mein Eis war zu kalt. Scheiße, ich habe ja gar keine Wörter, die ich sagen wollte. Jo, ich mache jetzt mir noch ganz schnell Wörter. Bis gleich. Jo, jetzt bin ich wieder da. Ich habe mir einfach viermal rausgesucht, weil ich Kai habe einfach jetzt nicht so schnell in Gedanken gehabt. Ich wollte es eigentlich heute noch machen, aber das habe ich ganz vergessen. Ich habe einfach mal Huden Scheiße, dann Bitch, Knacker und gefügelt. Also Junge, let's go. Jetzt rufe ich an der zweiten Nummer an. Hier Leute, habe ich mir einfach gedacht, jetzt machen wir einfach mal, rufen wir beim der Trump an. MDR Jump. Werde ich auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung rein verlinken. Also jetzt dran. Guck mal, da geht ran. Hier ist MDR Jump. Herzlich willkommen an der MDR Jump Hotline. Dieser Anruf ist für Sie kostenlos. Gleich geht's los. Im Moment wird überall gesprochen, aber die nächste freie Leitung gehört Ihnen. Fuck! Jetzt ruft bei Radio PSR an. Wenn ich. Scheiße! Douglas, Rabochelhaus oder. Genau, Douglas, Dick! Wo ist Radio? Verkehrs- und für alle andere. Richtig zerstört mit Hand, Hoden, Scheiße, Bitch, Knacker und gevögelt, Alter. Let's go. Ich hoffe, dass die mich nicht wegdrücken. Sonst wird das kacke. Weil dann die Bitches rangehen, ne? Jawohl, ich komm durch. Radio PSR, weiter, ja, hallo, guten Tag. Ich wollte mal sagen, warum mein Eis eigentlich zu warm war. Nö, glaube ich nicht. Warum, ne? Mann, so eine Bitch! Scheiße, ich hab mich versprochen. Das war schon mal. Telefonseelsorge an. Vielleicht klappt's auch.
mal die Nummer suchen, bis gleich. So, jetzt rufe ich es nochmal an hier. Halt's Maul! Bitte versuchen Sie es später noch einmal oder nutzen Sie unsere Mail. Leg mir doch die Eier, verdammter Bitch. So, jetzt ruf nochmal das zweite Nummer an. Ich möchte nicht. Ich komm durch, glaube. Hoffentlich komme ich durch, ich habe fast nur auf Stumm geschaltet. Hi, du Bitch. Sie sind mit dem Anschluss der Telefonseelsorge verbunden. Unsere Mitarbeiter... MDR Jump. Herzlich willkommen an der MDR Jump Hotline. Dieser Anruf ist für Sie kostenlos. Es geht's los. MDR Jump, Lisa, hallo? Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, warum eigentlich mein Eis heute so kalt war. Das kann ich dir auch nicht sagen. Eis ist halt einfach kalt, ne? Was sollst du was Warmes essen, wenn du es warmes möchtest? Na, also sagst du, warum? Heiße Schokolade zum Beispiel. Du kannst natürlich alternativ das Eis auch warm machen, aber dann ist es halt flüssig. Na, also so eine Bitch, die war an, hat mir gesagt, dass es richtig kalt war, aber war es nicht. Ach so, ja, war jetzt nochmal eingeflammt. Na, kann ich jetzt auch nicht helfen. Ich wünsche dir was, ne? Danke für den Anruf. Tschüss. Wir sind Sarah und Lars von der MDR Jump Morning Show. Leider nur vom Band, da im Moment alle Leitungen belegt sind, aber dieser Anruf kostet Sie keinen einzigen Cent. Und auch diese Ansage nicht. Also am besten gleich noch. Mann, scheiße, ich hab ein Wort von vier geschafft. Jo Leute, was ich noch sagen wollte, das war erstmal das Video am Freitag. Wird mein Geburtstag nochmal richtig fett gefeiert. Ich hatte erst gestern Geburtstag. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Also am Freitag kommt vielleicht ein Prank mit meinem Kollegen, der pennt bei mir. Also zwei pennt bei mir. Habe ich mit einem vielleicht... Er hat gesagt, ich mache mit. Wir wissen es noch nicht, ob wir es wirklich machen, weil der den wir pranken wollen, der geht immer... Er pennt erstmal richtig spät ein, also das wird schwierig. Jo, wenn es euch gefallen hat. Peace!